de X-Crown X om te closen. Auf voor de X-Crown X. Gib uns mal de Messe. Ja, super. Salut zusammen. Guten Morgen, Schier. Ja, hier im Hintergrund seht ihr das Essen, die wir gespielt haben, auf Hardhat. Und primär geht es in diesem Video aber eigentlich um ein paar Informationen, die wir da für euch parat haben. Gell, Raffi? Ja. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Gerade mal mit dem ersten, und zwar betrifft das Top 5 Videos. Wo ihr ja immer alle wollt, dass wir mal endlich ein neues Top 5 machen. Können wir nur sagen, würden wir gerne auch. Können wir aber nicht, wenn ihr uns keine Clips einsendet. Ja. Es ist einfach so. Ja. Das heisst, wenn ihr wollt, dass es häufig ein Top 5 gibt, gibt es keine andere Möglichkeit, das anstatt zu fragen, einfach Videos einschicken. Weil sobald wir genug anständige Videos haben, machen wir dann schon ein Top 5. Gell, Raffi? Sicher machen wir das. Machen wir doch gern früh. Ja, sicher. Sind ja alle Liebe. Genau. Einfach immer daran denken, es können auch Leute jetzt mitmachen, die nicht von der Crown sind. Also Abonnenten können auch schicken, sicher. Genau. Und wenn ein anderer Lust hat und kein Abonnent ist, dann frage ich mich, warum er unseren super Channel noch nicht abonniert hat. Abonniert den Seedman! Jawohl. Apropos Abonnenten, sind wir jetzt schon gleich bei den 70er Marken angelangt. Ist natürlich eine ganz geile Sache, ja. Wir haben Werbung für uns. Genau. Vielleicht können wir das sicher noch auf 100 aufpushen. Das sollten wir, glaube ich, auch schaffen. Ja? Denke ich auch, ja. Genau, dann können wir vielleicht auch wieder einen härteren Shit rauslassen. Vor allem mehr Videos. Genau. Weil für mehr Leute lohnt sich das mehr. Und es ist auch lustiger, ja. Ich meine es auch, schau her. Genau. Gut, was haben wir noch für Themen? Camperfutzen, würde ich sagen. Haben wir auch schon lange keine mehr gemacht. Ich weiss nicht, ich bin mir nicht sicher, aber mir kommt es einfach so vor, als hätte es weniger Camper in letzter Zeit. Und Hackers vor allem. Ja, Hacker hat es einfach viel mehr. Ich habe das Gefühl, alle, die vorher gecampt haben, haben sich jetzt irgendein X22 oder Oldschool Howie abgeladen und hacken jetzt einfach, statt dass sie campen. Habe ich das Gefühl. Aber ich denke, sobald wir wieder einen ganz dreisten Camperfotze finden, werden wir auch sicher das wieder können ein bisschen weiterführen. Ist auch immer sehr gut angekommen bis jetzt. Da im Hintergrund geht einer mit der Blendgranate das Fass explodiert. He? Ja, das haben wir angenommen. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Nichts Schlaues. Nichts Schlaues. Ja, das ist nur ein bisschen über das Gameplay. Raffi unterwegs mit der Passion Egg, wenn ihr seht. Ich mit der PP90 wie immer eigentlich. Und jetzt habe ich den Last gemacht, den Last Niger. Das war natürlich ganz geil, der Last Kill vom Raffi. Das ging. Ja, du, Last Kill ist Last Kill. Voll in die Nüsse sind dort. Der Keib kommt kein Golf mehr. Geil. Ja, der ist auch ganz geil. Und da kommt der Futz. Schau, die hohen MP7, weil der Kaib überpowered ist. 3 Schüsse hat er gebraucht. Ohne Zielen. Der Kaib putzt am Anfang schön.
Jetzt kommen 3 Kills nacheinander. 4 Kills nacheinander von mir. Geht das so? Hast du ihm gegeben, hä? Zuerst habe ich da schön ein Päckchen für genug, habe das am Boden gerührt, dann hat es einen roten Rauch gegeben und plötzlich kommt ihnen etwas oben ab. Dann kommt der Kolosse zu mir, zickle und da, mich ein bisschen helfen. Dann gehe ich zu dem Päckchen. Nimm das Päckchen. Oh, es ist drin, ein Predator. Ein Predator ist drin. Predator ist natürlich ganz zieh geil. Zieh weiter. Leg gerade an, zieh meine Predator. Schau mal, was es gibt. Schau mal erst, was es gibt. Es geht ein Kill. Zwischenzeit habe ich auch schon einen Kill abkassieren, während dem das Traffic gar nicht gemerkt hat. Und schon wieder der Last. Und der andere ist hier am Ausrasten. Alter! Ganz geil da. No Scope funktioniert also nicht nur mit der MP7, sondern auch mit der Passion Egg. Jetzt kommen gar noch 2 Kills von mir. Geht das um? 2 Kills. Ja. Und dann müssen wir schon wieder raus. Ja, das ist natürlich cool, oder? Ganz flick! Ja. Habe ich da gar nicht die Aufklärungsdrohne abgelassen, hätte aber nicht viel genützt bei mir. Und da war ziemlich blendend, habe ich ihn doch noch geholt. Das war ein grosser Hurenbob. Jetzt habe ich noch verblüht den Grinder und ich dachte, geh in die Ecke rein. Und die anderen haben Bomben gelegt. Ja, das ist doch gleich. Nicht gut. Und der Hurenwichser. Der Soldat James Ryan. Jetzt, Boss. Aber ich würde sagen, ich habe nichts. Und ich habe Und ein Dreckscamp. Also schicke die Huren Top 5 Videos. Ja. Ihr wollt es, wir wollen es, alle wollen es sehen. Aber ich würde sagen, für die nächste Folge brauchen wir eigentlich nicht mehr so hergeht zu viele Clips. Die könnten auch gleich wieder eins kommen. Mamo? So. Ich glaube, wir beenden sie, oder? Ja, ich würde auch sagen, kommt glaube ich nichts mehr allzu spannend. Also schicken die Videos. Ade genau. Miteinander. Ciao zusammen. Bye.